Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Suikoden. Ich habe eine Liste vorliegen, um mit den Stücken arbeiten zu können. Ich meine, ich habe jetzt hier nur die paar. Ich weiß noch nicht, wofür ein Skill Room Piece und so ist, weil scheinbar kann ich die nicht dafür benutzen. Aber Donnerruhenstück zum Beispiel. Ein Donnerruhenstück erhöht die kritische Trefferchance um 5%. Ja, hier, nimm du das. Hauptsache mal verarbeitet und so. Feuer. Feuerruhenstück erhöht den Angriff um 5%. Da wir Gremio fast immer dabei haben, ist Gremio da eine prima Wahl für. Es gäbe noch, abgesehen natürlich vom Wasserstück, wo wir das schon wissen, Erd- und Windruhenstücke, die allerdings wohl in diesem Spiel hier in Anführungszeichen verbuggt sind. Erde, wo man an sowas wie Verteidigung oder so denken würde, erhöht Skill, also im Prinzip Agilität, und Wind erhöht die Defensive. Tja, was soll man dazu sagen, ne? Ihr habt es erfolgreich geschafft, in unseren Safe einzubrechen. Okay, ich glaube eure Geschichte. Geht doch. Wie ihr sagtet, der brennende Spiegel ist eine schreckliche Waffe, aber es kann in Stücke gerissen werden oder gesprengt werden, indem man einen anderen unserer Schätze verwendet. Die Feuerwindkanone. Ich lasse sofort eine für euch bauen. Wir sind sehr dankbar, Chief. Meister Komi, lasst uns zurückkehren ins Dorf und die guten Nachrichten überbringen. Der Chef der Elfen sollte uns jetzt glauben. Warum? Ich werde sich unhöflich erscheinen, aber warum sollte der uns jetzt glauben? Das macht für mich nicht wirklich viel mehr Sinn. Power up. Yay. Naja, ich denke mal... Ich hoffe mal, dass das so normal ist. Glück hoch, ich meine. Sowas gebe ich grundsätzlich Komi, weil Komi zwangsweise immer in der Party ist. Es sei denn, es gibt irgendwann so einen Moment, wo er tatsächlich einfach tot umkippt oder so und wir davon noch nichts wissen, aber. Im Normalfall steht er vorne. Er regeneriert ja eh Energie und alles, das passt schon. Aber das gebe ich allerdings Gremio. Gut, haben wir darüber auch mal geredet und zwar ziemlich erfolgreich. Und ja, jetzt darf ich halt den gesamten Weg da zurücklaufen. Allerdings passiert auf dem Rückweg was, deswegen werde ich jetzt da keinen... Warum stehe ich direkt nach oben? Also nach dem Motto, ich will wieder zurück. Allerdings passiert auf dem Weg zurück was, deswegen mache ich jetzt mal keinen Cut, den ich normalerweise machen würde, den üblichen. Ach ja, kennen wir schon, ne? Ich mache hier mal einen Schnitt und so, aber nee. Eigentlich hätte ich natürlich auch direkt nochmal eine Runde schmieden können, aber ein Fellcape. Sollte ich eigentlich Pan geben. Ich, es ist ganz witzig, wie ich das hier mache im LP, ne? Ich mache meine... Was heißt Fehler, aber ich mache halt Sachen, die nicht ganz so schlau sind, wie man vielleicht meinen würde. Ich meine, ja, ich weiß, ich bin Gottgamer und so und keiner ist schlauer als ich, bla bla bla, Sarkasmus und alles, ne? Bitte nicht drunter schreiben, nee. Nein, das meine ich alles nicht ernst, aber es gibt so Momente, wo ich Sachen einstelle, so wie jetzt gerade, ne? Dieses, denk mir so, ja, wäre eigentlich ganz... Oder erhöht die Verteidigung und ich sehe, es ist eigentlich auch Pan mit betroffen, der ja nun mal, wie gesagt, vorne steht und damit eigentlich der Kandidat schlechthin wäre, um einen erhöhten Verteidigungswert zu haben, weil er ja nun mal die meisten Angriffe abkriegen wird. Und stattdessen sage ich so, ah, ne, Meister Kai. Meister Kai, der macht das. Naja, und wie man gesehen hat, sie...
leuchteten jetzt in den verschiedenen Formen, ne? Weil Blitz und, ich würde gerade sagen, schöner Abendhimmel, das ist kein Abendhimmel. Bist du jetzt auf einmal eine Erzählstimme geworden? Nach der Wiederkunft vom Zwergendorf, was ist das? Nach der Rückkehr, nicht Wiederkunft. Keine Ahnung. Na, ist aber wurscht. Ich weiß es nicht. Sieht man das nicht? In dieser Richtung liegt doch... Das kann nicht sein. Zu spät! Ja, rein theoretisch habe ich genau deswegen gesagt, ich kann jetzt halt nicht schneiden, weil wir da was haben werden. Und ich meine, das ist nicht gelogen gewesen, ne? Da war halt eine kleine Szene. Von wegen, oh nein, der Wald brennt. Was uns wissen lässt, ihr seid zu spät. Naja. Vielleicht kann ich ja mit dem fließenden Wasser alles, wenigstens die Asche wegspülen oder so. Ist das zu gemein? Wahrscheinlich, so ein bisschen zumindest. Naja, so ist das halt, wenn man keine Armee schicken kann und stattdessen mit einem 5-Mann-Trupp und einer Elfe ein bisschen durch die Wälder spazieren muss. Da kann man dann schon mal zu spät sein und dann kann schon mal so ein Dörfchen oder zwei abfackeln, ne? Wir sind ja hier nun mal im Krieg, ne? Und nicht auf einem Kinderspaziergang Geburtstag. Oder so ähnlich. Aber hey, wenigstens geldtechnisch geht's wieder voran, ne? Wir sind jetzt gerade schon bei 111.000. So muss das. Und alles, was ich gemacht habe, ist halt aus dem Safe wieder rauslaufen, ne? Wie gesagt, müsst ihr nicht machen. Mach ich halt auch nur des Geldes Weges. Weil, das ist ja das andere, das hat man auch direkt gesehen. Ich habe dadurch nicht mehr Level erlangt oder so, ne? Ich bin jetzt nicht deutlich stärker geworden dadurch. Funktioniert in dem Spiel hier halt nicht. Was ich ja im Großen und Ganzen eigentlich ziemlich gut finde. Also im Endeffekt, wenn wir zum Beispiel im finalen Dungeon irgendwann mal ankommen, bin ich leveltechnisch so gut wie ich sein kann. Nur der ganze Rest liegt an mir, ne? Ob ich gute Charaktere dabei habe, ob ich die Waffen vernünftig geschärft habe, was für Runen ich dabei habe im Großen und Ganzen, ne? Das ist alles so... Das ist alles, was ich gemacht habe, ne? Level und so, das ergibt sich im Prinzip von alleine. Das Einzige, was man machen kann, um... Und das geht Tatsache auch nicht immer. Um zu leveln, ist halt... in ein Gebiet zu gehen, wo man vielleicht noch nicht sein sollte. Und natürlich, was auch immer noch funktioniert und... wäre nicht mit einer vollen Sechser-Truppe rausgehen, weil dann die Erfahrungspunkte nochmal aufgeteilt werden. Aber da sehe ich halt keinen Sinn hinter, weil schlussendlich... Das verbrannte Dorf der Elfen. Das ist schrecklich. Wie schrecklich. Ja, das ist... Unsere Bemühungen waren... Das stimmt. Nutzlos. Alle unsere Bemühungen waren nutzlos. Aber wieso? Wieso? Bitte sag es mir, Meister Komi. Was haben unsere Bemühungen gebracht? Warum ist das passiert? Wir haben unser Bestes gegeben. Ich wurde beleidigt... und misshandelt. Und trotzdem habe ich weitergekämpft. Und jetzt... Jetzt? Kirkes. Nichts. Nichts ist noch übrig. Alles, was ich versucht habe zu beschützen. Wenn alles vorbei war, plante ich, diesen Ring Sylvina zu geben. Arme Sylvina. Nun hat dieser Ring keine Hand mehr zum... Anzusehen? Zu bezaubern? Naja, er ist jetzt nutzlos.
Es ist nichts mehr übrig. Kirkis, dieser Ring ist deine Hoffnung. Du darfst niemals deine Hoffnung aufgeben. Mit nur ein bisschen Hoffnung kannst du überleben. Überleben und weiterleben, so. Und dasselbe gilt für die Menschen als auch für die Elfen. Gremio. Junger Meister, lass uns zum Schloss zurückkehren. Wir dürfen niemals wieder so eine Tragödie geschehen lassen. Lass uns Quanda Rossmans Armee besiegen und den brennenden Spiegel vernichten. Das ist unsere einzige... ja, unsere einzige Dingenskirchen, ist das, was da steht. Unsere einzige Befreiung, Erlösung. Ja, okay, fein. Lass ich so stehen. Lass uns gehen. Zum Wohle von Sylvina. Okay. Aber vorher! Guck mal uns das nochmal an. Tempel. Mein Gott, das ist schrecklich. Ich wünschte, sie würden solche Dinge nicht tun. Nun muss ich die Karte auch noch ändern. Sag mal, wer seid ihr? Befreiungsarmee? Ich verstehe. Ich hörte, dass das antike Schloss Toran übernommen wurde von der Befreiungsarmee. Wollt ihr mir nicht beitreten lassen? Ich bin ein Experte im Kartenmachen. Natürlich müsst ihr mich... wie heißt das? Kartizifine Mapolus... also jedenfalls eine Karte vom Schloss anfertigen lassen. Rekrutieren! Okay, okay. Ich mache mich dann auf den Weg nach Tora Castle. Sobald ich fertig bin, diese Umgebung durchzugucken. Ah ja, lasst mich euch das hier geben. Diese Karte ist echt nützlich. Verliert sie nicht. Die Suiko-Map. Suikoden-Map? Ja. Ist das nicht geil? Das erste Mal, dass wir endlich mal irgendwas blinken sehen und damit wissen, wo irgendwas ist? Ich finde das gut. Also, ich persönlich finde das gut. Ihr müsst das nicht unbedingt gut finden, aber... Heck yeah! Endlich renne ich nicht mehr komplett blind durch die Gegend. Ich meine, alles, was jetzt noch fehlt, ist, dass da Namen eingeblendet werden oder so, aber naja. Oh nein. Kobolds. Wiesel greifen mich an. Seien wir mal ehrlich, die sehen aus wie Wiesel, so ein bisschen. Zack. Kobolddorf. Naja, gut, da müssen wir ja nur mal durch, um zum Wald zu kommen, ne? Ja? Koromimi kann hier nicht gefangen genommen werden, muss allen helfen. Oh. Bürstenschnitthaar, Leute. Wer seid ihr denn? Hey, du bist diese Verräterin Valeria. Interessant, dich hier zu treffen. Da ist ein Preis auf deinen Kopf ausgesetzt. Du solltest dich lieber selbst verhaften lassen. Oder dich stellen im Prinzip. Junger Meister, wir sind umzingelt. Das ist ein bisschen gefährlich. Worüber redest du da? Das ist extrem gefährlich. Hey, du da. Wenn ich mich stelle, werdet ihr den anderen nichts tun. Ein Deal, eh? Na gut. Ich schwöre zu Gott, dass ich ihnen nicht wehtun werde. Valeria. Vom Gesetz her werden Verräter zu Tode oder zum umgebracht halt. Ich weiß. Dann. Der brennende Spiegel muss zerstört werden. Das kann nicht passieren, wenn ihr alle hier sterbt. Die Befreiungsarmee kann es sich nicht leisten, ihren Anführer zu verlieren. Ein Anführer muss am Leben bleiben, deswegen. Hör auf damit, Valeria. Komm schon, Komi, du darfst das Ziel nicht aus... Du darfst die größeren Ziele nicht aus der Sicht lassen. Nein! Sie war gut! Das ist ein braves Mädchen. Und, ja, jetzt sei brav im Prinzip auch weiterhin. Männer, tötet den Elf.
den Kobold und den Rest der Verräter. Was? Du hast doch gerade zu Gott geschworen. Ich bin Atheist. Gott, es gibt keinen Gott in diesen modernen Zeiten. Oh, hier kommen sie. Kurumimi, Kurumimi, falsch. No, kein Deiner auch. Kurumimi. Kurumimi tritt der Party bei. Er hat ein Schwert in der Hand. Wetten, dass er wieder nicht angreifen kann? Das habe ich auch noch nie verstanden. Ich meine, schön, dass der jetzt tatsächlich dabei ist. Und wenn einer oder zwei von meinen Leuten mal drauf geht oder so, dann rückt er ja nach vorne nach. Das ist auch richtig, aber verdammt nochmal, Kurumimi. Kurumimi fight! Aber erst, wenn ihr tot seid. Haha. Ich meine ja nur, das ist irgendwie. Wir verlieren. Nein, tun wir nicht! Ist es das? Ihr seid alle schwach, Kurumimi, gibt nicht auf! Große Reden schwingen, ne? Schnappt sie euch, Männer! Commander Komi, ich werde euch helfen. Was passiert hier? Sir? Ein paar Leute nennen sich selbst die Befreiungsarmee, sind aufgetaucht. Was? Rückzug! Verschwindet von hier! Durch mich durch? Hallo? Meister Matthew, wie seid ihr hierher gekommen? Nicht durch den Wald? Jemand warnte mich über wegen dem brennenden Spiegel. Ah. Oh. Kirkus, 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 ich hab dich vermisst. Savina, wie? Wie und warum, ja. Haha, alles dank mir, dem Hengst. Es war unglaublich, da war ein Blitz und Hengst sprintete vorwärts mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Ich wünschte, ihr hättet sehen können, wie schnell ich gerannt bin. Savina, Savina! Hey, willst du nichts über meine Geschwindigkeit hören? Oh Mann. Ja, der Ring. Jetzt begreife ich, dass Hoffnung niemals zurückgelassen werden sollte. Oder die Hoffnung sollte niemals verlassen werden, ne? Niemals der Verzweiflung sich hingeben, bla bla bluppidi blub und so. Was ist das? Ein Ring? Was ist das, Kirkus? Das? Ich? Wenn alles vorbei ist. Nachdem Kommandant Komi das Schloss verlassen hat, kamen Humphrey und Sanchez mit den Überlebenden der alten Befreiungsarmee. Jetzt haben wir genügend Manpower. Jetzt haben wir genügend Kraft, um gegen Quandas Rossmans Armee zu kämpfen. Commander Komi, bitte gib uns das Signal, um vorwärts zu marschieren. Es ist noch nicht Zeit. Aber ja. Ich habe nicht gespeichert. Na, ich hoffe mal, das wird gut gehen, sonst könnte es ein bisschen doof werden wieder. Das eine Mal, wo ich vergesse zu speichern, ne? Ihr werdet sehen, was ich meine. Es ist ganz schön leise. Interessant. Quanda Rossman, du wirst dafür bezahlen, unser Dorf niedergebrannt zu haben. Befreiungsarmee. Gebt auf, ich werde euch zerstören im Namen seiner Majestät, den Imperator. Das ist der erste Kampf für die neue Befreiungsarmee. Gebt euer Bestes. Hey, los geht's. Ja, ich erkläre es einfach mal. Solche Kämpfe funktionieren wie Schere, Stein, Papier, wegen diesen drei Dingern, ja, abgesehen von Others. Charge, Bogen und Magie.
Charge ist gut gegen Bogen, schwach gegen Magie. Bogen funktioniert gut gegen Magie, ist aber schwach gegen Charge. Und Magie funktioniert gut gegen Charge, ist aber schwach gegen Bogen. So, das ist die eine Erklärung. Wenn wir bestimmte Fähigkeiten hätten, oder bestimmte Charaktere hätten, so wie von denen zum Beispiel, dann können wir Sachen herausfinden, da können wir ein paar Leute überlaufen lassen, das erhöht unsere Angriffsstärke. Glücklicherweise, soweit ich mich erinnere, kann ich zum Beispiel die beiden einsetzen und die machen was. Überlass das mir. Und dann gehen sie gucken. Und sie wollen Quandas Angriff machen. Ja. Das ist zumindest schon mal gut. Quandas Angriff ist halt ein Charge-Angriff. Also benutzen wir Magie. Und zwar... Ja, Kinder der Rune. Windrune, zeig deine Macht. Quandas Angriff. Und damit haben wir direkt einen guten Konter gemacht, weil wir haben seine 9000 Mann starke Armee gerade eben dezimiert um 3800 Leute. Das muss man sich mal tatsächlich überlegen, ne? Weil theoretisch sind das alles Menschen. Jetzt kann ich nochmal versuchen, mit den Dieben was zu reißen. Warum sollte ich das machen müssen? Ey, wir haben es geschafft, Meister. 2000 Bits erhalten. Gut, weil alleine war, nehme ich an. Interessant. Wollen noch ein paar Leute überlaufen? Vergibt uns, wir haben versagt. Naja, gut. Ja, wenn wir nichts wissen. Seht ihr die Macht der Wissenschaft an. Hier ist der Plan und macht, stellt sicher, dass ihr ihm gehorcht. Charge Attack Power Up. Achso, naja. Wenn wir nicht wissen, was sie machen wollen, dann ist es am einfachsten, wir nehmen den Bogen, weil uns da nicht wirklich viel passieren kann. Soldatenschönheiten. Drei rote, vier rote, fünf rote, aber auch genügend Tote von auf unserer Seite, das gefällt mir nicht. Weil, da muss man auch immer drauf achten, wenn Leute von uns sterben, dann, dann läuft es darauf hinaus, dass... Oh yeah. Ja, alle, los geht's. Charge Attack gegen Charge Attack. Dann kann es nämlich passieren, dass tatsächliche Spielecharaktere sterben. Also sowas wie Le Pond oder Kirkus oder Gremio. Und wenn das passiert, wenn wir so eine Nachricht kriegen, dann, ja, sind wir, wie sagt man so schön, voll am Arsch. Und das kann random passieren. Und wenn das passiert, dann solltet ihr neu starten. Weil wenn sie in diesen Kämpfen sterben, sterben sie für immer. Und wenn sie immer gestorben sind, naja, dann werden wir am Ende keine 108 Sterne des Schicksals haben und so, ne? Verdammt seid ihr, es ist Zeit für den brennenden Spiegel. Soweit ich es gesehen habe, ist keiner dabei gestorben, von daher ist es eigentlich in Ordnung. Von daher stellt nur sicher, dass das so ist. Also, dass keiner gestorben ist und dann passt das. Haha, ich werde euch alle damit niederbrennen. Schönes Teil. Verdammt, Quanda plant den brennenden Spiegel zu nutzen. Was? Alle Truppen Rückzug. Nein, vergesst das. Verteilt euch. Bringt die Opferzahl auf ein Minimum runter. Ja, ihr wollt euch verteilen, um die Opferzahl zu reduzieren. Hä? Aber es ist zu spät jetzt.
Verräter ans Imperium, das ist der Preis, den ihr zahlen müsst. Nimmt das. Was passiert hier? Ich bin ein Zwerg. Haha, das hast du davon, dass du was stiehlst. Sieh die Macht der Feuerwindkanone. Der Anführer der Zwerge. Chief of the Dwarfs. Oh. Scheint, als wären wir rechtzeitig hier angekommen, junger Elf. Naja, also das eine Dorf ist niedergebrannt, aber abgesehen davon, ja. Okay, dann lasst uns mal ins Schloss gehen und uns Quanda Rossmanns Kopf holen. Komm mit, Kommi. Ich gehe auch mit, junger Meister. Bitte, Meister Kommi, nimm mich auch mit. Ich werde auch gehen. Okay, dann wer noch? Kurumimi geht auch. Rettet Freunde. Kurumimi geht. Yeah. Kurumimi. Ne, und ja, ich darf direkt da rein und haben jetzt natürlich wieder dieses wunderschöne Problem, dass wir... Wir haben eine ganze Reihe von Charakteren, die nach vorne müssen. So eine ganze Reihe. Anyway, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und beim nächsten Mal holen wir uns... Und das war's für Kommi und seine Entourage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann vergesst nicht, mich zu abonnieren, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei meinen Patreons bedanken, die mich tatkräftig hier unterstützen. Und ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Bye, bye.